Und damit hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge des Mirror's Edge Let's Plays, wo wir ja gerade beim letzten Mal hier ein bisschen was über die Story erfahren haben, über unsere Kindheit und so weiter, dass da das eine Kind da war und ja, wir hier gerade bei, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Rebecca, Unterschlupf gefunden haben und ein Level Up haben wir auch noch. Was haben wir denn da? Fokusschild Plus? Oder erweitertes Rutschen? Ne, wir nehmen erstmal Fokusschild Plus. Da können wir uns ja gar nicht leisten. So. Und jetzt ja bei Rebecca hier Unterschlupf, wie gesagt, gefunden haben und schauen wollen, wie das Ganze hier überhaupt weitergeht. Ich muss ja erstmal schauen, wie ich jetzt zu ihr komme. Vermutlich hier durch. Erstmal sammeln wir mal das hier noch fix ein. Was ist hier hinten? Ist irgendeine Bedeutung? Komm, los hoch mit dir. Sie will da nicht nach oben. Ich hätte jetzt gedacht, dass das hier eine Bedeutung hat. Aber hat es anscheinend nicht. Na gut, dann. Hier einmal das einsammeln. Und wir machen uns auf den Weg zu Rebecca. Und schauen uns nochmal an, wie die Main Story weitergeht. Ich bin ja selber sehr gespannt. Hier geht's nicht durch. Hier. Hallo. Übergriffe. Du bist Krugerseck entkommen, in dem tief in den alten Omnistar-Tunnel unter den Projekten Zuflucht bei Black November gesucht hast. Ihre Anführerin, Rebecca Thane, behauptet, sie habe deine Eltern gekannt. Aber dein Bauchgefühl sagt dir, dass sie nie wirklich enge Freunde waren. Jetzt verlangt Rebecca deine Hilfe, wobei genau bleibt abzuwarten. Was gibt's? Ich wollte dir zwar ein wenig Ruhe gönnen, aber die Situation ist kritisch. Und wir alle müssen unseren Beitrag leisten. Krugerseck? Ja, sie dringen in die Tunnel vor und stationieren eine neue Art von Beobachtungsdrohnen. Sie kommen uns dabei gefährlich nahe. Wenn diese Drohnen nicht zerstört werden, bevor wir sie aktivieren, haben wir überhaupt keinen Bewegungsspielraum mehr. Ich helfe Ihnen. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Icarus ist bereits draußen. Denk dran, die Drohnen sind noch nicht aktiv. Sie stellen noch keine Gefahr dar. Nimm dich aber vor Krugerseck-Patrouillen in Acht. Alles klar. Schicken Sie mir die Daten. Mach ich. Schaffst du's, können wir alle ein wenig durchatmen. Alles klar. Finde die erste Beobachtungsdrohnenkiste. Bin übrigens immer noch sehr, sehr gespannt, wie lang die Story von Mirror's Edge ist. Und ich bin übrigens mitten in den Weihnachtsaufnahmen jetzt. So wie es aussieht, habe ich es geschafft, alles vorzuproduzieren. Diese Tunnel sind seit über einem Jahrzehnt unser Territorium. Und Krugerseck war immer klug genug, an der Oberfläche zu bleiben. Bis jetzt. So wie es aussieht, schaffe ich es auch problemlos. Das hier war alles Teil einer Omnistat-Entsalzungsanlage. Einige Bereiche sind schon mehr als 100 Jahre alt. Sie wurden für die Ewigkeit gebaut. Ganz anders als alles, was das Konglomerat erschafft. Hey, ja. Ich habe gerade erfahren, dass die Beobachtungsdrohnen noch verpackt sind und bewacht werden. Du musst eine Möglichkeit finden, sie zu zerstören. Ich komme eh nicht zum Reden, so wie das hier aussieht. Ja, ich mit einer Weihnachtsaufnahme bin, so wie es aussieht, kriege ich es problemlos hin. Wir fehlen. In diesem Sektor herrscht Totenstille. Fehlen mir noch 3 Stunden und die kriege ich heute noch aufgenommen. Aus, als hätten die hier einen. Autsch. Bin ich einfach mal richtig schön neben. Nebenpflanze. Dose die Kiste in den Abgrund, mache ich. Also richtig schön daneben pflanzen, anstatt dass ich eigentlich vorhatte, sie umzuhauen. Wunderschön. Ich habe die erste Beobachtungsdrohne gefunden. Und auch einen Weg, sie loszuwerden. Gut, bleiben noch 2. Hey, Krugerseck weiß, dass du da bist. Du musst bei der zweiten Beobachtungsdrohne also mit mehr Widerstand rechnen. Echt, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass sie wissen, dass ich hier mitkämpfe. Also der fällt runter. Aha. Und ich falle mit runter. Da habe ich zu schnell die Kamera gedreht. Nein, bei euch ist morgen Heiligabend. Ja, ich bin heute schon gar nicht mehr da. Also wenn ihr die Aufnahme hier seht, vom 23. kann ich euch so viel sagen. Ich bin planmäßig schon gar nicht mehr da. Und demzufolge kann ich auch nicht mehr auf irgendwas reagieren. Die Let's Plays laufen jetzt bis zum... Scheiße. Das war so nicht geplant. Ah. So, der ist runtergefallen, das passt. Wir kümmern uns.
Eieiei, so, wir müssen kurz warten. Bis zum 26. laufen die jetzt einfach so durch, ohne dass ich da bin. Eieiei. So, ich soll irgendeine Kiste hier in den Abgrund stoßen, die dort. Das kriege ich nicht hin, ohne angeballert zu werden. Ah, diese Fernkampfkacke, Mann. Wieso steht die Stelle hier auf einmal so schwer? Okay, ich muss mich vielleicht ein bisschen mehr darauf fokussieren, dass ich hier vernünftig fighte und nicht so eine Scheiße mache. Wow. So, jetzt fangen wir damit an, dass ich hier die Leute nach Möglichkeit schnell töte. Uah. Nein! Nein! Oh, come on! Ah, so knapp rechts an der Ecke da vorbei. Mann. Geht einem mir gar nicht auf den Sack. Links an der Ecke übrigens vorbei, nicht rechts. So. Auf ein neues. Ihn weg. Komm. Haben wir. Weiter geht's. Hier hoch. Hier hoch. Jetzt den hier versuchen zu töten mit einem direkten Hit. Perfekt. Auf nach da hinten erstmal. Dass erstmal das wegbekommen, was hier schon direkt da ist. Weil das ist nämlich sonst hier das Problem. So, den da hinten als nächstes. Hier an der Wand entlang und bautz. Sehr gut. So muss das aussehen. Ein richtig schöner Flair. So, bevor ich mich hier um die Kiste kümmere, hau ich logischerweise erstmal alle weg. Da kommt noch einer. Oh, als der hat mich erwischt, da bin ich auf der falschen Seite vorbeigelaufen. So. Haben wir alle? Das sieht gut aus. Okay, so, hier ist die Kiste, die ich runterschubsen soll. Mann. Hat sich wirklich... Ich schubse die zweite Drohne jetzt in einen Schacht. Das ist Musik in meinen Ohren, Faith. Nur noch eine Drohne und du hast es geschafft. Weiter so. Ist wirklich schwerer als gedacht. Black November ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Es gibt jede Menge Unzufriedenheit in der Unterkaste. Nicht mehr lange und sie ist bereit, sich zu erheben. Wie soll ich denn da hochkommen? Die Familien haben eine Gesellschaft erschaffen, die unmöglich fortbestehen kann. Unbegrenztes Wachstum, unbegrenzter Konsum. Das ist Wahnsinn und wird uns letzten Endes alle vernichten, wenn wir die Arbeiter nicht zwingen, ihre Lebensweise zu ändern. Wo kommt man hier hoch? Mann. So, jetzt Sprung und zack. Die Mittelkaste ist selbstzufrieden und träge geworden. Aber wir werden sie wachrütteln, Faith. Die Menschen müssen am eigenen Leib erfahren, was Angst und Verlust bedeuten, damit sie erkennen, was wirklich wichtig ist. Doch bis es soweit ist, sind auch sie unsere Feinde. Ihr seht, wir sind angekommen, soweit, dass das jetzt auch vernünftig Story erzählt wird, aber... An manchen Tagen frage ich mich, ob Omnistat wirklich so schlimm ist, wie alle denken. Wir aber hier auch gut mit Laufen beschäftigt sind. Langsam hat das Spiel richtig Anspruch bekommen. Das war am Anfang nicht so. Dahin. Oh, oh. Kruger 6 schickt Verstärkung, Faith. Sei vorsichtig. Muss man noch rausfinden, wie ich die Leute hier am besten wegbauze. Der ist gut geflogen. Steuerschiff, komm. Das war keine gute Idee. Der Schaden wurde nicht angerechnet. Da komme ich nicht lang, dann hier lang. Laufen. So. Wie war das Abrollen? Mit STRG? Weiß es nicht mehr. So. Hier drunter durch. Da hinten haben wir noch einen. Den letzten. Uiuiuiui. Da unten, den Prompt müssen wir noch. Mann. Wir sind wirklich langsam an dem Punkt angekommen, wo ich sage, dass es schwierig wird. Wie rolle ich mich nochmal ab? Ah, mit STRG. Ah. Ah, logisch. Wo ist er hin? Da ist er. So, den als nächstes. Sehr gut. So. Da hinten ist die Kiste. Was mache ich jetzt mit der? Ach, die schubse ich einfach noch runter. Jetzt die letzte Drohne. Sehr gut. Es gibt da ein paar Türen, die über eine Konsole geöffnet werden. Sie sind der schnellste Weg nach draußen.
Alles klar, dann gehen wir mal raus. Und ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Wir gehen in die nächste Folge, schauen, wie die Story hier weitergeht. Bedanke mich demzufolge erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich viel mehr über jeden Scheiß und sag immer zum Schluss: Tschö mit Ö!